schönen guten Morgen, Montagmorgen, nach dem Fotoshooting. Der Hof ist schon wieder leer, so gut wie. Wir haben 6.23 Uhr, ich hänge gerade meinen Dolly ab. Den baue ich ja, beziehungsweise den parke ich auch gleich wieder weg. Meine Kollegen, der Michel und der Thomas, fahren mit der Bagger runter. Klobbervieh, oder? Naja, ich fahre in die Halle, mache meinen Dolly ab. Was ich dann mache, immer noch ein Rätsel. Der springt nicht mehr an. Die Werkstatt steht hier. Das ist ja Mann. Ein Start. Das ist ja Mann, Start. Machen die noch irgendwas? Nee, oder? Unserem Vorführcut haben wir jetzt doch ein Passcode drin. Okay. Löffel hole ich noch dann.
Ja. Die Handbremse noch zu. Alter.
Ja, komm, hör auf zu wackeln. Thank you.
was los ist. Meine zweite Kamera geht nicht mehr. Geht nicht mehr an. Ja, Rückleiter ist noch alles gut. Ich versuche es jetzt mit dieser hier. Wird das ein oder andere Mal zur Seite kippen. Ich fahre jetzt hoch nach Oberwiesen. Da hatte ich einen A29 Radbacke. Mal gucken. Bei bestem Verladewetter. Den Bagger bringe ich dann rüber nach Deidesheim an der Weinstraße. Los. Was ist denn da los? Jetzt ist hier gesperrt. Du hast denn jetzt Lass mit der nicht richtig oder hast du nicht die Packer, die dir fahren sollte, meine Freundin? Sie erreichen Ihr Ziel um 11.42 Uhr. Ich habe gerade mal mein Navi angemacht. Ich kenne mich hier oben nicht so aus. Ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt so oben überhaupt fahren kann. Das sieht mir eher nicht so aus, ne?
immer nehme ich wieder den einfachen Weg. Nee, war halt jetzt gesperrt. Normalerweise wäre ich hier gar nicht durchgefahren. Dankeschön, Kamera. Normalerweise wäre ich hier gar nicht durchgefahren eben. Nur dadurch, dass hier gesperrt war. So. Fahre ich dann später zurück, muss ich ja später wieder einen anderen Weg zurück. Ne? Läuft wie ein Länderspiel. Mal gucken, dass ich was anderes kriege. Dort steht der Bagger. Rückwärts. Ja, alles ein bisschen chaotisch, Alter, wo lenkt ihr dann rum? Fahrt ihr dann rum? Alles ein bisschen chaotisch hier. Verengung. Aber wird schon schief gehen. So, Kamera.
Kamera. Bürgersteig fahren. Hat nur ein Böschungslöffel dran, der Bagger. Drin und lenkt ab, ne? Anne zwar. Aber gut, was will ich machen? Ist halt so jetzt. Jetzt geht die Kamera an. Scheinend wieder. Ich habe keine Ahnung, was das war. Packer steht drauf, muss nur noch zusammenhängen. Dann, wie gesagt, fahren wir rüber nach Deidesheim. Boah, da was hier jetzt in dem Ort hier los ist. Halt. Der Mann hat auch schon aufgewurmt, da drin auf der Wiese, dass ich zwei Autos auch noch von euch dann kenne. Ich denke so 13.15 Uhr, zwischen 13.15 und 13.30 bin ich vor Ort. Gucken, dass ich gegen 12.40 Uhr den dass der dann rauskommt. Fahren können, aber dann habe ich gleich wieder Fahrzeuge hinter mir und dann lasse ich die vorbei, dann habe ich meine Ruhe. Erstmal. Kurz den Kollegen noch anrufen.
fahren hier auf der Hauptstraße ab. Irgendwo. Hauptstraße bin, dass noch irgendwas vorbeikommt. Soll ich denn nicht durchfahren? Gucken, ob ich jetzt rückwärts hier hin rumkomme. Danke. Hopp, ciao. Ja.
wieder gestört. So, leer. Anhänger rechts. Linker Anhänger rechts geht nicht, sagt er. Falls wieder hier raus, muss ich mal anrufen. Ich weiß, was der Fehler ist. Ich muss hier vorne noch mal rausfahren. Ich bin nämlich komplett dunkel hinne. Das ist nämlich der Fehler. Ich fahre hier nochmal kurz auf den Parkplatz, was das auch immer ist. Er kann es nicht wissen. Ist auch kein Vorwurf jetzt. Aber ich bin komplett dunkel hinne, und zwar weil da wo es Licht steckt, das ist eine Leerdose, da kommt der da rein, wenn der Tieflader im fahrbereiten Zustand ist. Das Licht muss da rein. Und wir werden gleich sehen. Mache ich jetzt mal schnell. Ah, die hat Licht hinten. Ich kehre noch schnell ab. So, also ich einmal kommen. Wir suchen eine Walze. Es wird morgen früh wird eine Walze benötigt. Mal jetzt gucken, wo wir eine herholen. Wir haben, ich weiß es gar nicht, wie viel, 6 oder 7 Stück. Und sind trotzdem zu wenige. Sind trotzdem immer zu wenige. Naja. Wie gesagt, ich roll jetzt Richtung Heimat und dann werde ich noch irgendwo hinfahren, eine Walze laden. Aber wohin? Erfahre ich dann.